Moin Leute, ein kleines Video aus der Reihe Sachen, die man in eurem Tesla nicht braucht. Ich hatte mir natürlich auch sämtliche Videos angeschaut, was man alles sozusagen dazu kaufen kann, wie man sein Auto irgendwie verbessern kann, von irgendwelchen Dichtungen, die Fahrgeräusche weniger machen, etc. etc. Vieles habt ihr ja auch bei mir auf dem Kanal bereits gesehen. Ich glaube, die besten Sachen sind bisher wirklich der elektrische Frunk, wo sehr viele noch skeptisch sind, aber ich sag's euch, wir nutzen den wirklich täglich und deswegen werde ich den auch demnächst aufhübschen mit diesen LEDs, die ich im Video davor gezeigt habe. Und heute zeige ich euch, ja, das ist auch noch, was ich jetzt noch nicht besorgt habe. Und zwar, das ist dieses Gitter, was sozusagen die Lüftung davor schützt, dass da Laub oder sonstige größere Sachen, die das verunreinigen können, da reinkommen. Ich habe es mir bestellt, irgendwie, ich weiß nicht, 10, 9 Franken, was auch immer. Naja, ihr wisst schon wo. Und es ist leider kaputt angekommen. Ich habe es natürlich direkt reklamiert und habe das wirklich innerhalb von einem Tag wieder erstattet bekommen. Das kaputte Teil ist immer noch da, aber ehrlich gesagt, unter der Haube sieht man es nicht. Und die Funktion an sich wird es immer noch tun. Was ich also machen werde, ist das jetzt kurzerhand einbauen. Und zum Einbauen von diesem Schutzgitter müsst ihr natürlich die Motorhaube öffnen, dann die obere Abdeckung lösen. Und dann könnt ihr auch schon das Gitter entweder geklebt oder einfach stecken. Dadurch, dass meins jetzt kaputt ist, denke ich mal, werde ich es reinkleben, damit es nicht verrutscht. Und das war es auch schon. Ich versuche meistens in den irgendwie in Tiefgaragen zu parken, einfach weil ich mein Auto wirklich liebe und es von äußeren Einflüssen so gut wie möglich schützen möchte. Aber man kann es nicht immer machen und da dachte ich mir, jetzt ist es ein Jahr lang gut gegangen. Ich habe mir auch schon die neuen Luftfilter bestellt. Die werden dann irgendwann mal kommen und nach einem Jahr dachte ich, wechsle ich die aus. Aber jetzt war es halt dann eine Zeit, dieses Gitter einzubauen. Schreibt mir sonst bitte in die Kommentare, was ich möglicherweise sonst noch verpasst habe, was man machen kann mit dem Tesla. Ich bin sehr gespannt auf eure Feedbacks und Ideen und ansonsten bedanke ich mich nochmals für eure Zeit. Und bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis bald. Ciao, ciao.